Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem vorproduzierten Video von mir für euch. Und zwar ein Thema habe ich auch dabei. Warum vorproduziert? Jetzt fragt ihr euch, what's okay? Vorproduziert, das machst du eigentlich nur, wenn du nicht da bist. Und das ist sicherlich, ich bin gerade nämlich im Urlaub. Also im Kurzurlaub, besser gesagt. 4 Tage von Montag bis Donnerstag voraussichtlich. Und ich bin dann mit meinen Freunden weg. Werde das vielleicht auch ganze, das Ganze vielleicht auch ein bisschen mit der Cam vloggen. Und ja. Ich muss dann natürlich wieder vorproduzieren. Und das tue ich jetzt gerade für 4 Tage. Sollte, glaube ich, jeden zweiten Tag dann nur ein Video kommen, aber sind ja auch schon viele Videos wieder, die ich in letzter Zeit auch aufwendiger geschnitten habe. Deswegen, ich hoffe, dass das jetzt nicht so schlimm ist, dass dann nur jeden zweiten Tag ein Video kommt, aber ich kriege es gerade anders zeitlich nicht hin. Auch in dieser Runde wieder viele Leute, die mich erkennen. Grüße gehen raus an euch alle. Ist gerade wieder ein bisschen schwer, alle zu grüßen. Auch wenn es maximal 7 sein können. Ich konzentriere mich gerade auch ein bisschen auf die Runde. Das wäre ja mal was auf meinem Kanal, dass ich mal ein gutes Gameplay liefere. Und ja. Oh mein Gott. So, jetzt aber. Next try. So. Hätten wir den auch schon gemacht. GG an dich. So. Wir machen natürlich den gleich Mitte und nehmen uns erstmal 10 Tonnen Cobwebs mit. Und dann bauen wir uns mal ausnahmsweise nicht in die Mitte, sondern zum nächsten Nachbarn. Natürlich, Bros and Hoes, ich rutsche wieder mal vom Blog ab. Ja, wie gesagt, ich werde das Ganze mit der Vlogging-Cam vielleicht ein bisschen begleiten. Wir sind, ich weiß nicht, irgendwo Nähe. Ich sag das einfach mal nicht, nachher kommen dann irgendwelche Leute hin, die da in der Nähe wohnen. Ach doch, komm einfach, ich sag's jetzt einfach. Wir sind Nähe Dömen am Silbersee, so da um den Dreh. In der Nähe dort. Und ja. Das war jetzt wieder doppelt gemoppelt. In der Nähe dort. Irgendwie so. Und ja. Ich bin halt mit meinen Freunden und werde da mal eine schöne Zeit im Real Life haben. Und dann geht's auch wieder eine Woche lang an den PC. Wieder für eine lange Zeit vorproduzieren dann. Weil dann bin ich 2 Wochen lang weg. Das heißt, ich muss innerhalb einer Woche für etwas mehr als 14 Tage vorproduzieren, weil ich ja noch auf der Gamescom direkt nach meinem Urlaub, also ich bin keinen ganzen Tag zu Hause und dann gehe ich sofort zur Gamescom. Auch nochmal zur Gamescom, ich bin am 21. dort und ja, könnt mich da treffen. Wenn ihr irgendwie, was weiß ich, es klingt jetzt mehr so, als ob ich ein großer YouTuber wäre oder so, aber manche haben halt wirklich schon gefragt, ob sie dann ein Foto machen können oder so. Könnt ihr natürlich gerne machen. Ich bin zu allem bereit auf der Gamescom. Also, wenn ihr irgendwie Fotos oder sowas wollt, einfach, oh mein Gott, der arme Guy laggt. Aber der hatte Gold, den muss ich jetzt einfach killen, sorry, mate. So, und
ja, wie gesagt, ihr könnt da alles fragen, was ihr wollt auf der Gamescom, ob ich ein Foto machen, ob ihr ein Foto machen wollt oder was weiß ich, was da noch gemacht wird. Mann, ich habe das noch nie gemacht. Also erwartet jetzt keine Kunststücke von mir, dass ich da immer toll lächle. Ich habe ein total behindertes Lächeln, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt in den einem oder anderen Video mit Fratze. Okay, der Hit war nice. Ist es noch der Nachbar? Nee, das ist der da hinten. Okay. Sorry, Mate, ich schwitze jetzt mit Angel. Haha, der will mir den No-Shift zeigen, den ich nicht so gut kann. Holy crap! What the fuck? Was geht bei dir ab, Go? Okay. Und ja, ich glaube, ansonsten habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Und ich lagge. Oh, alles klar. Mann, wieso lag ich jetzt? Oh Gott, ist das hässlich, Alter. Oh mein Gott, wie ich lagge. Wie hässlich ist das bitte? Nee, Alter. Ja, also kann halt jetzt sein, dass ich die Runde wirklich noch verliere durchs Laggen. Weil ich habe einfach kein Bett mehr. Wie ihr jetzt gerade vielleicht bemerkt habt. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Aber egal. Irgendwie kann ich es ja noch schaffen. Ja, wo ist der Guy, dass er ein Screen will, Alter? Ich dachte schon, er wäre hier in der Nähe. Ich bin Team Pink. Das heißt, ich habe einen Weg zur Mitte. Das heißt, ich kann mich porten, dann Gold einsammeln. Okay, 15 MS sind back. Ich gönne mir hier jetzt erstmal noch ein paar Healports und dann geht's ab in die Mitte. Ich muss es mit Gold schwitzen, weil ich sonst gar keine Chance mehr habe. Ich muss irgendwie zu seiner Base kommen und das fix. Und bauen will ich nicht, also brauche ich eine EP. Ich werde mir auch kein Eisenschwert oder Stärke machen, sondern mir. Achso, ich habe einen direkten Weg zu seiner Insel. Ja, dann sammle ich gar kein Gold ein. Mir wurde ja mal vorgeworfen, dass es arm ist, mit Gold zu spielen. Wobei, wenn er gleich auch mit Gold spielt und ich mich nicht wehren kann, ist es auch mad. Also ich nehme einfach Gold mit. Aber ich mache mir erstmal daraus nichts. Mir wurde immer vorgeworfen, mit Gold spielen ist so arm. Das machen nur die Randoms. Also, hier habt das, Leute. Ich spiele ohne Gold. Ja, jetzt bin ich aber gefickt, wenn er mit Gold spielt, gell? Ja. Yep. Hey, what I say? Ach, wieso baue ich mich eigentlich zurück? Okay. Ohne Witz, das ist doch nicht mehr funny. Okay, der wird jetzt mit meiner Aktion niemals rechnen. Und wenn er es doch tut, dann Props an ihn.
lege wie ein Stück Scheiße. Okay, Mates, wir haben noch gemacht, haben es noch gemacht. Er hat zwar eine Rettungsplatze. Aber auch das Problem kriege ich gelöst. Ich muss mich jetzt ganz doll konzentrieren, dass ich hier keinen Fehler mache. Und keine dumme, unüberlegte Aktion. Das wäre das Dümmste, was ich machen könnte. Okay, er macht aber auch was nicht ganz so schlau ist. Also, die kann ich jetzt hier schön runterschicken. Hoffen wir, dass manche wenigstens auf dem Weg landen. Ja, tun sie. Und die restlichen behalte ich erstmal. Bei so vielen Schafen dürfte der eigentlich... Oh! What the fuck? Okay, der hat immer noch Stärke. Oh mein Gott, das war so close, so close. Komm her, Bro. So, Grüße gehen raus an alle, die in dieser Runde waren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. War nochmal spannend zum Ende. Ihr habt alle Infos, die ihr braucht. Ansonsten würde ich sagen einfach, bis zum nächsten Mal und ciao, meine.